Ohne Schlepper geht es auch. Hoher Wiedererkennungswert und wirklich gute Flugeigenschaften. Etwas old-fashioned sieht er schon aus, der Vulture, mit seiner gelben Oberfläche und den rot abgesetzten Rudern und Klappen. Mit dem eingebauten Motor Diamond AL3548 und einem passenden Regler geht es zügig nach oben. Und ganz egal, ob in schwacher Flachlandthermik oder im steifen Hangwind, das verwendete Profil Selig 3021 ist passend. Wurden die ersten Flüge noch im heimischen Flachland absolviert, musste der Vulture anschließend im stürmischen Hangwind der Rhön zeigen, was er drauf hat. Ein verlängertes Pfingstwochenende zum ausgiebigen Segelfliegen an den Hängen der Rhön gehört schon seit vielen Jahren zu den festen Terminen meines Modellflugvereins. In diesem Jahr hatten einige unserer Mitglieder gleich 6 Tage angesetzt, um ihre Modelle nicht nur in Augenhöhe kreisen zu lassen. Einer der beliebtesten Startplätze auf der Wasserkuppe ist sicherlich der Westhang mit dem berühmten Fliegerdenkmal. Hier trifft sich alles, was Segelflugzeuge jeglicher Größe und Bauart in die Luft bringen will. Neben dem sehr gut tragenden, weitläufigen Hang ist auch die im rückwärtigen Raum liegende Landefläche groß genug, um die teils schweren Flugzeuge wieder sicher an den Boden bringen zu können. Nach einem Wetterumschwung hatte der Wind etwas nach rechts gedreht, sodass es heute zur Abtsrodaer Kuppe geht. Bläst der Wind aus Nordwest bis Nordost, geht hier eigentlich immer etwas, nur ist hier leider die Landefläche nicht ganz so weiträumig wie am Westhang. Auch hier findet eine Frequenzüberwachung statt und bei Regenbetrieb ist ein Flugleiter vor Ort, der, falls nötig, ordnend eingreift. Da am Pfingstwochenende der alljährlich stattfindende Segelflugwettbewerb auf einem der Hänge an der Wasserkuppe ausgetragen wird, sind wir samt Kinder, Frauen und Flieger zur Kissinger Hütte ausgewichen. Auf dem Schwarzenberg, etwa 18 Kilometer Luftlinie südlich der Wasserkuppe, ist dieses schöne Wanderlokal zu finden. Will man hier Höhe gewinnen, sollte der Wind aus Nord-Nordost blasen, sonst kann es schon mal zu einem Absaufer kommen. Weitaus unabhängiger von der exakten Windrichtung ist man natürlich mit einem Motor in der Rumpfspitze. Mit Propellerthermik geht es nach oben, um anschließend mit dem Vulture auch weit entfernte Aufwindfelder zu finden. Denn wie heißt es so schön, draußen toben die Bärte. Nach 5 Tagen Rhön hat der Vulture von Staufenbiel bewiesen, dass er ein guter Allrounder ist, der auch bei ruppigen Wetterlagen nicht am Boden bleiben muss. Somit kommen wir nach vielen bei herrlichem Wetter durchgeführten Flügen zu dem einstimmigen Ergebnis.